Nein, herzlich willkommen zurück bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir haben es endlich geschafft. Wir konnten hier unten mit elektrischer und statischer Elektrizität... Mein erster eigener Stromgenerator im Gnomenstil. Ja. Meine Eltern wären stolz auf mich. Das bin ich auch, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt Strom. Wir können wieder die iPads bauen. Allerdings bringt es uns nichts weiter. Weil der Jorgi lässt uns trotzdem nicht nach oben. Aus einem komischen Grund. Für mich sieht das Ding magisch aus. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Okay. Wenn ich ihn grundlos störe, kommt er noch langsam. Ja, ich hätte aber gern so ein iPad, um mal zu gucken, ob das jetzt böse ist oder was jetzt mit dem los ist. Die Dampfmaschine soll vermutlich diese seltsame Maschine gleich neben ihr antreiben. Aber es sieht so aus, als ob sie es noch nie getan hat. Irgendetwas hat den Konstrukteur aufgehalten. Ja, dann gucken wir mal zu seiner Frau rüber. Was mit ihr los ist. Hier scheint es auch nichts mehr zu tun haben. Aber wir schauen mal ins Wohnzimmer rüber. Oh. Hi, du musst Esther sein. Hi, Nate. Tut mir leid, wenn ich dich vorhin erschreckt habe. Gulliver hat versprochen, mich mit an die Oberfläche zu nehmen, wenn ich euch dafür bei der Lieferung helfe. Er meinte, du machst die flauschigen, pinkfarbenen Bezüge für die Tafeln? Oh, ich bin noch nicht so weit. Und es sind keine Bezüge. Ich versuche, eine flauschige Farbe zu mischen. Eine flauschige Farbe? Ja. Hier unten gibt es kaum flauschige Stoffe oder Felle, aber alte Farben und Chemikalien gibt es zuhauf. Ich habe noch nie von flauschiger Farbe gehört. Es gibt warme Farben, kalte Farben, knallige Farben. Warum sollte es nicht auch flauschige Farben geben? Weil man es nicht anlangen kann. Die Stimme von ihrem Misch, die kommt mir so bekannt vor. Das ist auch so eine ganz bekannte Fernsehstimme. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich muss sie noch ein bisschen hören. Ich bin mir nicht sicher, ob eine flauschige Farbe der richtige Weg ist. Es ist der einzige Weg. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich bin sicher, ein guter Alchemist hätte schon längst die richtige Mischung gefunden. Ich kenne jemanden, der sich mit Alchemie gut auskennt. Tatsächlich? Würde er uns helfen? Ich, glaube nicht. Sie ist Köchin im Rattenlager. Ach, die alte Geschichte. Die Ratten sind sehr nett und auch mit euch kommt man doch gut klar. Warum mögt ihr euch nicht? Das ist alles ganz blöd gelaufen. Als wir hier ankamen, hatten wir eine sehr lange Reise hinter uns. Wir hatten uns in den Müll gelegt, um etwas auszuruhen. Irgendwann bin ich aufgewacht und sah eine Ratte, die an einem meiner Finger knabberte. Sie muss mich für einen weggeworfenen Leckerbissen gehalten haben. Aber das habe ich erst später verstanden. Ich habe mich sehr erschrocken und laut geschrien. Und dann? Gulliver ist aufgesprungen, um mich zu verteidigen. Dabei stieß er einen Stapel Schrott um, der sowohl ihn als auch das Bein der fliehenden Ratte unter sich begrub. Gulliver stieß wüste Drohungen aus und versuchte, sich unter dem Müll zu befreien. Ich ging zu der kleinen Ratte, um ihr zu helfen. Sie muss Panik bekommen haben. Sie nagte sich ihr Bein ab und humpelte davon. Das ist eine tragische Geschichte. Seitdem glaubt Gulliver, die Ratten hätten es auf uns abgesehen. Er will mich beschützen. Er lässt keine der Ratten in die Nähe unseres Lagers und hat Nate und mir verboten, mit ihnen zu sprechen. Okay, das heißt, wir müssen uns am ehesten um Gulliver kümmern. Und vielleicht können wir der armen Ratte drüben vielleicht noch helfen, indem wir ihr Bein finden. Ja, aber schauen wir mal. Aber wenn dir Ethel, die Köchin, helfen wollen würde, würdest du dir helfen lassen? Klar, warum nicht?
Wir dürfen nur Gulliver nichts davon erzählen. Okay. Er würde nie eine Ratte in unserem Zuhause akzeptieren. Das ist das kleinere von beiden Problemen. Das größere ist Ethel. Okay. Ich finde es toll, was ihr euch hier aufgebaut habt. Die Werkstatt, diese Höhle. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Und es reicht aus. Ein kleines Heim für eine kleine Familie. Gulliver sieht das, glaube ich, anders. Er plant schon euer Leben in einem Palast, wie mir scheint. Er ist sehr optimistisch. Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn man immer nur von der Zukunft träumt, verpasst man das Hier und Heute. Leben ist das, was mit dir passiert, während du andere Pläne machst. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung, aber es stimmt. Selbst wenn du die richtige Farbe findest, Gulliver meint, es würde noch Wochen dauern, bis die Lieferung fertig wäre. Es ist harte Arbeit und Gulliver arbeitet so schnell er kann. Es muss doch einen schnelleren Weg geben, die Tafeln zu bauen. Der Meinung ist Nate auch. Deswegen hat er den Konstruktor gebaut. Nur leider funktioniert er nicht. Damit würde es schneller gehen? Na ja, ganz so schnell wohl nicht. Ein paar Stunden würde es immer noch dauern. Ah, ist cool. Was ich auch an ihm cool finde, sind die Emotionen hier. Das ist so eine Rolle, wo einfach vorne dann der Mund halt eben angezeichnet. Nate und Gulliver scheinen Gnomenblut in den Adern zu haben. Nein, Nate hat gar kein Blut. Bei Gulliver könnte vielleicht noch irgendwo was kleben, aber... Das meinte ich nicht. Ich meinte, dass beide gern Dinge erfinden. Das stimmt. Früher haben sie oft zusammen gebastelt. Aber jetzt, wo Gulliver so viel zu tun hat, hat er dafür keine Zeit mehr. Ich weiß. Aber der Papa arbeitet ja nur so viel, damit er später mal mehr Zeit für dich hat. Oh. Ja, später, später. Und dabei das Heute und Jetzt verpassen. Gulliver ist ganz begeistert von Jorge. Ja, er glaubt, er wird uns helfen. Aber du glaubst das nicht? Was weiß ich schon. Ich bin nur ein einfaches Mädchen, das für seine Familie sorgen will. Aber mir wurde der Kopf abgeschlagen, nur weil ich ein Zombie bin. Ich weiß nicht, ob uns die Leute in Seefels mögen würden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ja, und also ich habe mir seit gestern auch überlegt, wie Jorge drauf ist. Ob er jetzt eher der Böse ist oder einfach nur der Korrupte. Und ja, ich glaube nicht, dass er sie nach oben lässt, wenn er einmal merkt, was für eine gute Produktion die hier machen. Ich schlage vor, du machst erstmal weiter. Ich schaue so lange, ob ich Ethel für unsere Sache begeistern kann. Tu das. Mach's gut, Nate. Und... vor uns Gnomen muss man keine Angst haben. Ja, Nate. Wilbur ist ein Gnom. Die kennst du doch aus deinem Buch. Nate hat ein Buch über die Rassen Aventasiens. Es ist sein Lieblingsbuch. Ich muss ihm jeden Abend daraus vorlesen. Ja, ein Gnom. Ja, Gnome. Nate glaubt, endlich einen anderen Erfinder gefunden zu haben. Erfinder? Alle Gnome sind Tüftler und Erfinder, steht in dem Buch. Oh Mann. Und hier haben wir das Modell vom Anfang wieder. Jetzt erkenne ich es erst. Oh mein Gott. Was ist das hier? Eine Karte von Aventasien. Nate hat sie gebaut.
Er stellt sich gerne vor, wie er all die Orte besucht. Er war noch nie da oben, oder? Nein, aber ich erzähle ihm jeden Abend davon. Und er hat seine Bücher. Okay, das haben wir gesehen. Esther hat einen Haufen verschiedener Farben und Lacke organisiert. Ob sich daraus aber tatsächlich die gewünschte Farbe mischen lässt, weiß ich nicht. Okay, haben wir die Zeichnung dort oben? Bilder von Nate, würde ich sagen. Die meisten zeigen Bäume, Blumen und Wolken. Ja, so wie er sich die Welt halt eben oben vorstellt. Ein leerer Vogelkäfig? Oh, Nate fühlt sich häufig allein, wenn Gulliver und ich arbeiten müssen. Wir dachten, ein Vogel könnte ihm vielleicht Gesellschaft leisten. Ich komme gut damit voran. Ich habe schon einen Fledermausflügel und ein paar Froschaugen gefunden. Es ist feiner, weißer Meeressand. Den kann ich mir nicht einfach so in die Tasche stecken. Ich brauche einen Behälter oder so etwas. Haben wir da was? Ja, ein leeres Säckchen. Ein paar Handvoll Sand sollten reichen. So, und schon haben wir hier ein Gegengewicht, das wir irgendwie benutzen können. Oder Sand, das wir für irgendwas brauchen. Die Eiermaschine. Lass mich raten. Das hier ist eine von Nets Erfindungen. Aber klar. Sie macht uns jeden Morgen Frühstück. Sie funktioniert? Sagen wir so. Als nächstes wünsche ich mir eine Maschine, die nach dem Frühstück die Küche putzt. Erinnert mich ein bisschen an Sendung mit der Maus. Auch mit dieser Eiermaschine rast runter. Ich würde sie ja gern mal ausprobieren, ob sie anläuft, aber ja, das scheint wohl nicht zum Gehen. Schauen wir hier noch einmal. Das sieht aus wie eine Waage, wie sie von einigen Händlern auf dem Markt benutzt wird. Aber diese ist kaputt. Eine der Schalen fehlt. Na, nehmen wir mal mit. Soll ich mal schauen, ob ich eine zweite Schale für die Waage finden kann, Esther? Ach nein, lass mal. Ich mische die Farben nach Augenmaß. Kannst die Waage aber gerne mitnehmen, wenn du willst. Danke. Vielleicht ist sie nützlich. Danke. So, noch irgendwas Interessantes? Da drüben gab es noch zwei Sachen. Ein selbstgemaltes Porträt. Könnte Verwandtschaft von Gulliver sein. Okay, Freund. Esthers Ausrüstung ist nicht schlecht. Hier scheint es hauptsächlich an Erfahrung zu mangeln. Brauchst du diese Halterung, Esther? Ich weiß nicht. Brauche ich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich brauche sie. Woher weißt du das? Oh, das ist die beste Antwort, die ich je in einem Adventure gelesen habe. Oh, geil. Ich habe da so ein Gefühl. Wann immer mir etwas ins Auge springt, nehme ich es besser mit. Früher oder später kann ich es gebrauchen. Das mache ich auch so. Deswegen habe ich so viel unnützes Zeug hier. Nimm ruhig mit. Ich hätte gern die andere Antwort noch genommen oder geguckt, was dann passiert. Ach, ich muss es nachher vielleicht nochmal laden, den Spielstand, und dann schauen, ja. Das steht so in der Komplettlösung. Reden wir nochmal mit ihr? Ich lasse sie lieber, okay. Auch wenn ich nicht recht glaube, dass sie ohne... Gut, dann gehen wir nochmal raus. Mein Sohn meint, du könntest ihm vielleicht bei seinem Konstruktor helfen. Ich habe ihm gesagt, dass du meinst, du seist kein Erfinder. Aber immerhin hast du für Strom gesorgt und Nate meint, alle Gnome seien Erfinder. Trinit! Theoretisch ja. Praktisch bin ich praktisch überhaupt nicht praktisch veranlagt. Aber der Konstruktor könnte uns viel Arbeit sparen, wenn er liefe. Und du hattest es doch eilig.
Ich könnte ihn mir ja mal ansehen. Wo liegt das Problem? Wir brauchen einen starken Keilriemen. Alle, die Nate bisher ausprobiert hat, sind gerissen. Und wir brauchen Kohle für die Dampfmaschine. Holz und Müll brennen nicht heiß genug. Ob die Maschine dann allerdings funktioniert, kann ich nicht sagen. Nicht alle von Nates Erfindungen funktionieren auf Anhieb. Na, ich weiß, wo ein Keilriemen ist. Hey! Keilriemen und Kohle. Klingt machbar. Aber denk dran, dass wir auch noch die flauschige Farbe brauchen. Wie könnte ich das? Die Arbeit hört nie auf. Wie es aussieht, hast du Unterstützung. Stellt keinen Blödsinn an, Jungs. Ja, und schon haben wir einen neuen besten Freund. Also, ja. Und kann mit ihm jetzt direkt reden. Und ich weiß auch schon, woher wir den Keilriemen bekommen. Und ich weiß, woher wir die Kohle bekommen. Und, ja. Ich habe so eine Idee. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Da fehlt noch der Ton. Ich brauche einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Bis dann, Gulliver. Bis dann, Wilbur. Kann ich den Stein vielleicht hier direkt Strom drauf geben? Oder? Da geht irgendwie gar nichts hier. Aber ja, macht nichts. Aber wir haben einen neuen besten Freund. Hey, Nate! Dedelüt! Ich weiß, was Erfindungsreichtum und Ehrgeiz alles bewerkstelligen könnten. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Aber der Konstruktor, das ist wahrlich ein beeindruckendes Stück Technik. Ja, wenn wir ihn zum Laufen kriegen, sollte die Lieferung im Handumdrehen fertig sein. Was fehlt noch, damit der Konstruktor seine Arbeit aufnehmen kann? Ja, das wissen wir doch. Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine und ein kräftiger Keilriemen. Das hat auch Gulliver gesagt. Okay. Die Arbeit ruft. Trüd! Also, ich habe einen neuen besten Freund hier, eindeutig. Und ja, wie es jetzt weitergeht, also wir wissen ja, wo der Keilriemen ist, wir wissen, wo die Kohle ist, aber wie kriegen wir die verdammt nochmal aus dem Stein, beziehungsweise wie kriegen wir sie von oben runter? Muss ich ihn jetzt vielleicht auffliegen lassen, wie vorher die kleine Ratte? Aber das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis dann!